Der mutigste Chorleiter der Schweiz, Ben Vatter. Er hat die Jungs im Jugendheim Arburg zum Singen gebracht. Sie befinden sich in einer der härtesten Maßnahmen für Jugendliche in der Schweiz. Aus Gymnasiastinnen und den Jungs auf der Festung hat Ben Vatter den Chor auf Bewährung gebildet und seit dem Sommer auf ein Ziel hingearbeitet. Das große Konzert im Chorsaal Bern, seit Tagen ausverkauft. Heute ist unsere letzte Probe im Gewölbekeller. Nachdem wir so viele Male hier waren und hier viel geschehen ist, genießt es ein letztes Mal. Hört euch noch einmal diese Akustik an. Die nächste Probe wird in der Kantonsschule Zoffingen stattfinden. Der nächste Song heißt «Das ist mein Leben». Der Song ist von Strafko. Und ihr habt ihn noch nie gehört. Strafko, 14. Der Jüngste im Chor. Aus seiner Geschichte ist ein eigener Song entstanden. Am Anfang dachte ich, den hat er nicht selbst geschrieben. Die anderen haben ihn ausgelacht, es sei ein doofer Song. Aber ich fand den Song toll. Das Lied ging mir echt zu Herzen. Wie ins Herz gegangen, das Lied. Ein Kumpel aus meiner Gruppe, Mirsa, hat mir geholfen. Ich habe den Text erst alleine auf meine Art geschrieben und dann bat ich ihn, mir zu helfen. Er tat es, entfernte Wörter aus meinem Text und hat das Ganze zusammengefasst. Und hat das selber für sich in seinem Flow zusammengefasst. Kantonsschule Zoffingen. Hauptprobe. Es liegt etwas in der Luft. Für heute ist mir ganz wichtig, dass wir wichtig ist, dass wir unser Bestmögliches geben, damit wir für morgen ein gutes Gefühl haben. Wenn es heute gut läuft, wissen wir, wir können es. Heute haben wir die Gelegenheit, einem Publikum von 300 Personen zu zeigen, dass wir es können. Und morgen werden es 1200 sein. Euch ist aufgefallen. Hört bitte auf zu reden und lasst mich reden. Für alle ist wichtig, dass wir nun Ruhe behalten. Auf der letzten Probe war diese Ruhe nicht da. Sie hatte außerdem ein Nachspiel. Heinz Günther, ich gebe dir das Wort. Ihr habt mitbekommen, dass Dardan und Strafko während der Chorprobe aneinander geraten sind. Am Schluss hat Strafko Drohungen ausgestoßen. Am Schluss hat es eine Situation gegeben, wo der Strafko, ja, man kann schon sagen, Drohungen ausgestoßen hat. Er werde seinen Bruder aufbieten, der müsse zum Konzert kommen. Dardan wurde ihn verprügeln und hat mit einer Schlägerei gedroht. Nach den Regeln des Jugendheims bedeutet dies ganz klar Einschluss. Es hat mich genervt, weil er gelogen hat. Das hat mich einfach genervt. Ja, ist gut, sondern er hat nur müssen dazu lügen. Es hat mir einfach aufgehört. Trotz allem zieht Ben Vatter die Hauptprobe durch, öffentlich vor 200 Leuten, ohne Strafko. Ich glaube, das reicht. Beim Stand, den wir erreicht haben und bei der Akzeptanz, die dieses Projekt überall genießt, glaube ich nicht, dass irgendetwas das Ganze noch gefährden könnte. Sie werden alles daran setzen, das Projekt erfolgreich zu Ende zu führen. Das hat man auch heute gemerkt. Sie waren absolut entschlossen, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und das Beste daraus zu machen. Ich habe es bewusst öffentliche Hauptprobe genannt, auch um nicht bereits zu viel Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das war ein weiterer geplanter Schritt auf unserem Weg, gewissermaßen eine Zwischenstation, um sich ans Publikum zu gewöhnen, damit es morgen kein Riesenhammer ist, wenn man von 0 auf 100 fährt, sondern da eine Zwischenstufe ist, bevor man ganz oben landet.
für nachher wirklich ganz oben zu landen. Als wo mir in die Finger kommt, verricht mir in die Hand. Blanke Nerven und Streitereien können den Chor auf Bewährung nicht mehr aufhalten. Die öffentliche Hauptprobe ist bestanden. Morgen ist das große Konzert in Bern. Es hat wieder einiges bewirkt. Ich war total ausgebrannt und kaputt. Obschon ich diese Nacht wieder einmal geschlafen habe, aber das hat nicht viel genützt. Heute musste ich außerdem noch unterrichten. Meine Batterien waren ganz einfach leer. Und so kam ich dann zu diesem Konzert. Die Geschichte mit Strafko war für die Stimmung auch nicht gerade förderlich. Aber heute habe ich gemerkt, doch, wir sind wieder total da. Auf der Festung. Strafko sitzt noch immer im Einschließungszimmer. Noch ist offen, ob er mit kann nach Bern. Ob er den Song über sein Leben am Konzert selber singen kann. Strafko, wir hatten gestern Abend ein Gespräch. Du erinnerst dich. Und dort sagte ich dir, du sollst dir überlegen, ob du den Wunsch hast und motiviert bist, dieses Chorprojekt gemeinsam mit uns abzuschließen. Das heißt, mit ans Konzert zu kommen. Oder ob du das Gefühl hast, dazu sei zu viel geschehen. Ich bat dich, mir heute Abend deine Antwort darauf zu geben. Was wäre deine Antwort? Weitermachen. Du möchtest weitermachen. Strafko hat gegen einen Kodex in unserem Jugendheim verstoßen. Eine unserer Regeln lautet, es wird nicht gedroht. Und es wird nicht mit Gewalt gedroht. Verbale Gewalt wird nicht toleriert. Und Strafko musste zur Kenntnis nehmen, dass so etwas die entsprechenden Konsequenzen nach sich zieht. Und in dem Fall ist das Einschluss. Mir geht es besser und ich hoffe da dann auch. Dann sollte es mit dem Konzert klappen. Dann ist wieder normale Stimmung. Eine gute. Also, das ist links. Wir hatten am Mittwochabend nach der Chorprobe. Wir hatten am Mittwochabend nach der Chorprobe eine wüste Szene. Strafko kam dafür an die Kasse. Er hat die letzten 24 Stunden im Einschließungszimmer verbracht. Ich denke, er hatte Zeit, darüber nachzudenken. Und ihr habt euch wieder etwas abgekühlt. Es wäre nun an der Zeit, das aufzulösen. Du solltest die Sache easy nehmen. Es ist nun mal geschehen. Du sollst nicht denken, ich will dich schlagen. Du kannst jederzeit ohne schlechtes Gewissen frei herumlaufen. Wir können uns wieder normal sehen und Hallo sagen. Uns wieder gegenseitig könnt heu sagen und normal, das habe ich am Milton gesagt, er soll dir das sagen. Sind wir wieder der Chor? Sind wir wieder der Chor? Oder müssen wir noch Einzelne miteinander versöhnen? Oder wo stehen wir jetzt? Ich möchte gern, dass Strafko morgen mit zum Konzert kommt. Ich möchte ihn aber nur mitnehmen, wenn ich das Gefühl habe, wir sind uns einig. Wir halten zusammen und ziehen das miteinander durch. Wenn einer wütend ist auf mich, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich denke, Strafko ist der Benjamin, der Junior in dieser Truppe. Und man hat gewisse Ansprüche an einen Jüngeren. Man erwartet von ihm eine größere Anpassungsleistung als von anderen. Man erwartet von ihm eine größere Anpassungsleistung als von anderen. Ein letzter Blick auf die A-Burg. Heute Abend wartet die große Bewährung auf den Chor, der Auftritt im Chorsaal Bern. Die Jungs verlassen die Festung. Seit August haben sie mit Chorleiter Benfatter auf diesen Moment hin gearbeitet.
Also für mich selber ist natürlich... Für mich war natürlich einer der heftigen Momente der Anfang. Ich hatte absolut keine Ahnung, worauf ich mich einließ. Da ging ich wirklich mit zitternden Knien hin, das erste Mal. Mit zitternden Knien dort rein, beim ersten Mal. Ja, natürlich der Moment. Und dann natürlich der Moment, als die Mädchen das erste Mal kamen. Das war rückblickend gesehen ein lustiger Moment. Eine weitere Station, die für mich sehr stark war, war der Moment im Gewölbekeller, als der Entscheid für die CD fiel. Erst wenn man sich alles wieder in Erinnerung ruft, merkt man, wie viel in dieser Zeit geschehen ist. Ich glaube, die Jugendlichen haben sich verändert. Sie kommen mit einer anderen Haltung zur Chorprobe, sie gehen mit einer anderen Haltung in die Schule, gehen mit einer anderen Haltung zur Arbeit und kehren mit einer anderen Haltung zurück auf die Gruppe. Chorsaal Bern. Noch knapp 8 Stunden bis zum Konzert. Ich glaube, jetzt realisiert man noch nicht. Ich glaube, wir realisieren noch nicht wirklich, wie viele Leute kommen werden. Ein bisschen aufgeregt ist man schon, aber vermutlich nichts im Vergleich zu später auf der Bühne. Ich weiß nicht. Ich denke, wenn die Bühne hochgefahren wird, werde ich sicherlich aufgeregt sein. In dem Moment bin ich sicher voll aufgeregt dort. Die Arena des Chorsaal Bern. Hier standen praktisch alle Jazzgrößen der Nachkriegszeit auf der Bühne. Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Dr. John, B.B. King. Heute Abend gehört die Bühne dem Chor auf Bewährung. Ein soziales und musikalisches Experiment, kurz vor dem großen Ziel. Wir sind einfach dieser Chor. Extrem ist, wir sind zusammengewachsen und haben uns gegenseitig ins Herz geschlossen. Aus 2 verschiedenen Welten ist eine Gruppe geworden. Dass einfach aus 2 verschiedenen Welten eine Gruppe geworden ist. Das ist genau das. Das hat es ausgemacht, dass sie über das Leben nachgedacht haben. Vielleicht auch, weil sie uns gesehen haben und sich gefragt haben, was ist der Unterschied zwischen ihnen und uns? Was machen sie den ganzen Tag und wir? Ich denke, das hat bei ihnen sicherlich etwas ausgelöst. Sich über Wochen hinweg mit diesem Chor auseinanderzusetzen, hat bei ihnen wie bei uns etwas ausgelöst. Ich bin total nervös. Ich kann mich in der Schule und bei der Arbeit nicht konzentrieren und schlafe schlecht. Eigentlich fast nicht. Fast gar nicht eigentlich. Die Leistung ist gewaltig. Die Leistung war gewaltig. Nicht nur von den Sängerinnen und Sängern, sondern auch von Ben. Er hat sich mit einer solchen Hingabe bis zum allerletzten Moment für diesen Chor eingesetzt. Es war fast schon ein Kraftakt von seiner Seite her. Und das haben alle gespürt. Und darum haben sich auch alle zusammengerissen und es durchgezogen. Das ist durchziehend. Ja, jetzt danke schön. Jetzt denke ich schon, wow, vor so vielen Leuten müssen wir singen. Falls eine Panne geschieht, wäre es total peinlich. Aber letztlich ist das egal. Man muss einfach weitermachen. Im Singen inne. Singen ist etwas, das nicht ohne Gefühle geht. Dort bekommt man einen anderen Zugang zu sich selbst. Wie geht es mir, bevor ich anfange, diesen Song zu singen und wie danach? Ah, da ist etwas passiert. Ich glaube, der Kontakt zur eigenen Gefühlswelt wird durch die Musik stark gefördert. Für mich gibt es, glaube ich, nichts anderes. Für mich kann man sich mit nichts ebenso stark reflektieren wie mit dem Singen. Es ist soweit. Bühne frei für Ben Vatter und den Chor auf Bewährung. Die 1200 Plätze des Chorsaals sind seit Tagen restlos ausverkauft. Ich
wo man mit der Bühne, als wir auf der Bühne hochgefahren wurden, dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen. Das war ein einmaliges Erlebnis. Innerlich sind wir explodiert und der Saal hat getobt, gerufen, gepfiffen, geklatscht. Ich denke, in dem Moment waren wir alle erschlagen und haben uns gefreut zu zeigen, was wir können und was wir erreicht haben. Wenn man hochgefahren wird und das Wohlwollen dieser Menschen spürt, sie hatten sich so auf uns gefreut, es war ein überaus warmes Willkommen, das wir dort erlebt haben. Wenn man dort steht und singt, für mich war das befriedigend. Und du hast positive Gedanken. Du kannst loslassen, kannst deinen gefüllten Rucksack mit dem Singen loslassen. Sozusagen wie rauslassen. Zum Beispiel, einen gefüllten Rucksack lässt du so raus mit Singen. Da steht sie plötzlich vor mir, wie ein Engel aus dem Nichts. Ich bin bei der Arbeit seither positiver. Man hat bessere Gedanken, hat nicht nur noch Scheiße im Kopf, es holt einen gewissermaßen runter. Und es motiviert dich, etwas für die Zukunft zu erreichen. Und du kommunizierst mehr mit den Leuten. Statt wie ich früher immer im Hintergrund zu stehen. Im Gegensatz zu früher suche ich heute die Kommunikation. Also ich bin sehr beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt. Ich hätte nicht erwartet, welches Charisma diese Mädchen und Burschen ausstrahlen. Welche Lebensfreude und Begeisterung. Es war mehr als Gesang. Was ist mehr als Gesang? Das Projekt ist, glaube ich, intensiv. Das war vermutlich das intensivste Projekt, das ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und das mich auf mehreren Ebenen beschäftigt hat. Es war nicht nur ein Job. Dieses Projekt hat einen Einfluss auf mein ganzes Leben gehabt. Abschalten ging nicht. Zumindest in der Endphase nicht. Man lebt zu 100% nur noch für dieses Projekt. Ist das nicht mehr gegangen? Also man lebt wirklich einfach zu 100% für die Sache. Es ist mein Leben, es hat krass angefangen. In der Pflegefamilie bin ich jeden Tag aufgestanden. Wieso hat Gott... Es war schon lange mein Traum, mein Traum, einmal auf der Bühne zu stehen. Und jetzt wird es wahr. Das habe ich in den Atem zu mir verlassen. Man muss sehen, dieser junge Mann ist einem enormen Druck ausgesetzt. Ich denke, er weiß nicht, wie damit umgehen. Und da hilft Gott auch nicht viel. Ich denke, er weiß einfach nicht, wie damit umzugehen. Und da hilft auch der Gott nicht viel, wenn du noch nicht so draus kommst, um was es geht. Gott mich so gestraft, ich kann es einfach nicht verstehen. Was habe ich in den Alltag zu mir? Ich möchte Mirza danken. Er hat dieses Lied geschrieben. Wir haben es zusammen gemacht. Bitte einen Applaus für ihn.
Bitte einen Applaus für ihn. Mirza, Co-Autor von «Das ist mein Leben». Ich bin erstaunt. Er hat sich gefangen und gibt sich auch Mühe. Man merkt das. Ich bin dankbar mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Und dass ich anders aufwachsen konnte. Dass ich privilegiert bin, weil ich aufs Gymnasium konnte. Mit der Ausbildung, die ich habe, mit der Kante, die ich abschließe, nachher, dass ich. Und dass ich danach studieren kann, wenn ich das möchte. Ich frei entscheiden kann und tun kann, was ich möchte. Willkommen, es ist so wie uns im Heim. Live dabei, das ist unser zweiter Game. Es ist klar, hart da innen zieh. Ich stand auf mir, Kinder vor dem Fernseher. Fühl mich nicht wohl, ich bin kein Gänser. Zieh das hier, ich bin da im Heim. Scheiße, ich bin nicht hier heim. Ich kann meine Lehre und verdiene mein Geld. Das ist zwar nicht viel, aber ich komme mit dem Zweck. Wie gesagt, das Leben ist eine Prüfung, wo du musst bestehen. Wenn du nicht bestehst, dann hast du es verpackt. Du kannst nicht dein Leben lang ein Verbrecher bleiben. Du musst es für dich tun und nicht für den Sozialpädagogen oder für das Jugendheim. Wenn ich nach dem Heim weiterfahre wie zuvor, hat mir die Zeit im Heim nichts gebracht. Mach genau gleich weiter. Das hat mir nachher die Zeit gar nicht gebracht, weißt? Und so musst du es auch irgendwie. Du musst dir sagen, du tust es für dich und für deine Familie oder andere Menschen, die für dich wichtig sind. Dass du es für dich tust und danach nicht weiterfährst wie zuvor, sondern es für dich tust. Viele von unseren Jugendlichen treten aus mit den besten Absichten. Viele Jugendliche bei uns treten mit den besten Absichten und mit guten Voraussetzungen aus. Aber wenn sie wieder in ihre Szene zurückkehren, wenn sie wieder mit ihren Kumpels abstürzen, mit denen sie zuvor abgestürzt sind, dann ist klar, dann werden sie noch einmal ins Gefängnis müssen. Oder es benötigt noch einmal eine Maßnahme, bis ihnen klar wird, sie müssen sich ein neues soziales Netz zulegen. Dass sie sich ein neues soziales Netz zutun. Es kommt sehr auf das Umfeld drauf an, das man hat. Und, es kommt sehr auf das Umfeld an, das man hat. Integration ist ein gegenseitiger Prozess. Der Wille allein, sich integrieren zu wollen, genügt nicht. Es braucht auch Menschen, die bereit sind, diese Integration zu unterstützen. Ich denke, ich persönlich bekam diese Unterstützung viel stärker als beispielsweise Dadan. Vielleicht entspricht er deshalb auch stärker dem Vorurteil des gefährlichen, gewalttätigen Jungen aus dem Balkan. Ja, es hängt vom Umfeld ab. Es kommt auf das Umfeld drauf an. Es ist etwas geschehen mit mir. Es hat sich etwas geändert gegenüber früher. Was jetzt, auf was für einem Status das jetzt stehen, oder? Ich habe brutal viel Scheiße gebaut. Viel zu viel. Und ich kann von Glück reden, dass ich in der halbgeschlossenen Abteilung bin. Normalerweise hätte ich ins Gefängnis gemusst. Now,
Aber es geht halt es geht auch darum, dass man aus Fehlern lernt und dann beweisen kann, man hat mit dem Unsinn aufgehört. Auf eine Art für längere Zeit beweisen kann, dass man aufgehört hat mit dem Scheiß. Ich habe zu Beginn gesagt, dass ich meine Eltern geschlagen hätte. Ich habe wirklich viel Übles getan. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, helfe ich meiner Mama. Wenn ich etwas schmutzig mache, mache ich es sauber. Und lieber würde ich mich selbst schlagen, als meine Eltern noch einmal anzufassen. Ich habe einen großen Respekt vor ihnen aufgebaut. Es hat sich vieles geändert. Und ich muss sagen, das habe ich nicht allein nur meiner Maßnahme zu verdanken. Eben, es ist nur ein Teil der Maßnahme, die mich so weit gebracht hat. Sonst nicht mehr. Has someone taken my place? Am I falling? Was this our last embrace? Meine Mutter auch vor allem. Meiner Mutter gehört ein riesiges Dankeschön, dass sie mich so gern hat. Sie hat mir immer geholfen. Was auch immer geschehen war, immer war sie da. Immer wenn ich sie gebraucht habe. Immer da gewesen. Immer, egal, immer wenn ich sie gebraucht habe, ist sie auch da gewesen. Und das hat mir auch. Und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Wie soll ich sagen, mir noch ein gutes Gefühl geht, zum sagen. Darum möchte ich sagen, Dankeschön, Mama. Ich schaue, dass ich dieses Wochenende nach Hause kommen kann, um Zeit mit dir zu verbringen. Als der Chor a cappella gesungen hat und wir alle geklatscht haben und Raffi sein Solo gesungen hat, lief es mir kalt den Rücken hinunter. Also wenn wirklich. Sobald ich meine Maßnahme hinter mir habe. Mein Wunsch. Einfach mal die alte Zeit. Alles hinter mir lassen. Ich kam durch den Gospel zur Kirche und habe angefangen, mich in den Kirchenkreisen zu bewegen. In meinem Fall war die Kirche das soziale Umfeld, das mir den Zündschlüssel gegeben hat, etwas aus mir zu machen. Letztendlich sind wir Menschen eben doch auf die Gemeinschaft angewiesen. Und ein guter Freundeskreis und eine gute Freundin kann enorm helfen zum Stabilisieren. Und das gibt auch eine Basis, um sich etwas zu erarbeiten. Mich freut es enorm zu sehen, wie die Leute unser Erreichtes geschätzt haben und dass alle gewillt sind, diesen Jungs noch eine Chance zu geben und man auch sieht, was diese Mädchen geleistet haben, dass die Leute anerkennen, was für eine Riesenarbeit und ein Riesenprozess da geleistet wurde und welch langer Weg hinter dem Ganzen steckt. Eine bessere Visitenkarte können diese Jungs nicht abliefern. Sie haben gezeigt, was sie drauf haben und dass jeder eine zweite Chance verdient hat.